Wenn die ersten Frühblüher nach einer tristen Zeit wieder Farbe in den Garten bringen, geht sie los, die neue Gartensaison. Und da heißt es erst einmal weg mit allem Alten. Allererst will ich erstmal schauen, dass man alle Schneidearbeiten, dass man die alle in den Griff kriegt. Speziell jetzt an Formgehölzen, an Rosen, Hortensien oder Gräser, wie hier jetzt da noch am Teich, die noch übrig geblieben sind vom Winter her. Das muss jetzt erstmal alles zurückgeschnitten werden, dass da der Trieb, der schon von innen da ist, dass der dann problemlos wieder neu treiben kann. Damit die Pflanzen nach dem langen Winterschlaf wieder richtig loslegen und wachsen können, benötigen sie außerdem ausreichend Nährstoffe. Ein organischer Gartendünger belebt den Boden. Für den grünen Rasen sollte man einen Bodenaktivator ausbringen und den alten Rasen mit einem Rechen entfernen. Man sollte einen Rechen nehmen, der keine scharfen Kanten hat, sondern eher was Rundes, sodass wirklich nur die Pflanze etwas gelockert wird, also aufgelockert wird, aber der Boden und die Wurzeln sollten so bleiben, wie es ist. Ist der Garten damit erst einmal von allen alten Pflanzen befreit, können im März auch die Beete und Hochbeete vorbereitet werden. Und sobald sich die Frostnächte verabschiedet haben, geht es gut vorbereitet rein in die Gartensaison 2022. Bayern Live zeigt Ihnen Bayern von seinen schönsten Seiten. Immer samstags 17.45 Uhr auf RTL Bayern und sonntags auf allen 14 bayerischen Regionalsendern. Und im Anschluss in den sozialen Netzwerken und auf TV Now.